Was denkt ihr eigentlich über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbieten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Mhm. Warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Das kann natürlich sein. Okay, aber uns was abnehmen kannst du nicht. Ich sollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, das sollte ich eigentlich auch mal tun. Von mir nicht stören, ihr beiden. Wie meinst du das? Naja. So, ich glaube, kann ich mich einfach bei euch mal hinlegen? Bett, schlafen. Wie lange ausruhen? Keine Ahnung. Fast 4 Uhr morgens, dann schlafen wir mal bis 9 oder so, ne? Ja. Enter. Ja, ich würde gern schlafen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Irgendwie kann ich anscheinend da nicht schlafen. Ja, Papa haben wir dort. Ich weiß, dass ich zu nett zu Fremden bin, aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja, ich tu dir schon nichts, keine Sorge. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ja, natürlich. Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Wie kommst du denn? Eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen, das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Alles klar, was sollten wir denn nochmal in Einsamkeit? Hm. Können wir hier vielleicht drauf schlafen? Bis 9 Uhr. Nein, können wir nicht. Wir können also nicht einfach in fremden Betten schlafen. Bleibt wachsam. Hat wahr. Wir sehen uns in Einsamkeit. Von hier nach Weißdorf wissen wir ja jetzt. Wie waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht. Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ach wer, nicht wie. Ist der irgendwie ein Verräter? Genau, der Anführer der Sturmmantel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Aha. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Ja, das glaube ich. Ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Das ist richtig. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wie habt ihr Ulfric gefangen? Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen, aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr.
Tja, wahrscheinlich war das auch Ulfriks Plan irgendwie, wenn es was mit dem Drachen zu tun hat. Warum ist die Anbetung von Talos vor... Achso, das hatten wir ja schon bei dem anderen, das brauchen wir jetzt... Auf dem Weg nach Einsamkeit. Die verdammten Sturmmäntel könnten überall sein. Ja, ich werde schon vorsichtig sein. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier. Fühlt euch wie zu Hause. Hier verkaufst du wahrscheinlich was. Stehlen, nein. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Nein, niemals, Sigrid. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dörte. Also doch Dörte, nicht Dorte. Naja, was denkt ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Tja, das also wird wohl nichts. Kann ich mir die Sachen jetzt einfach hier nehmen? Also das könnte ich nur stehlen, die anderen nehmen? Was, Trollfett? Ugh. Eisenrüstung. Mein was haben wir denn hier? Gern mit ihrem Papa in der Eisenpanzerhandschuhe. Wo ist denn das? Bekleidung wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn für Handschuhe? Im Moment haben wir gar keine Handschuhe an. Okay, also die hätten Rüstungswert... Warum hat der minus 1? Einen Moment. Wir haben doch... Nein, haben wir nicht. Leichte Stiefel, Rüstung, Armschienen. Wir haben gar keine Handschuhe an. Okay, die hätten 6... Die hätten 11. So, können wir uns den jetzt einfach nehmen? Ich speichere nochmal vorher. Einen Moment. Hier. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Okay, dürfen wir wirklich einfach. Aber die Bekleidung. Fellrüstung. Wo sind denn die jetzt? Ja. Hallo, wo seid ihr? Komischen Handschuhe. Da. Eisenpanzerhandschuhe. Ach so, die Armschienen ersetzen die Handschuhe. Okay, aber die haben trotzdem einen geringeren Rüstungswert. Arbeit ist nicht für ein kleines Mädchen. So, es das wird nicht damenhaft. Ja, das stimmt allerdings. So, Schaden 8, Schaden 4, das bringt uns nichts. Stehlen wollen wir nicht. Kann ich den auch einfach durchsuchen? Ich speichere trotzdem vorher nochmal. Wie gesagt, ich will ja kein Risiko eingehen und so. Ha, Schuhe. Naja, Schuhe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Truhe durchsuchen wir auch mal. Können wir das Gold einfach nehmen? Ja. Gusseisener Topf. Hawkerzahn. Aha. Aber wir haben jetzt 300. Wir sind voll. Dorte muss mehr Zeit im Garten verbringen. Ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Ja. Die scheint in Ordnung zu sein. Ja, ja, ist ja gut. Arbeite mal lieber im Garten. So, wir müssen jetzt einen Händler finden am besten. Das wäre ganz gut. Wird's denn wieder hell? Ja, ja, ich mach schon. Ah, es wird irgendwie nicht hell. Wir müssen jetzt den Händler mal finden. Was steht denn hier? Aber zwei Waage oder beziehungsweise eine Waage wird ja wahrscheinlich dann der Händler hier sein. Flusswald Handelskontor. Ja, genau, da müssen wir rein. Mal ein paar Sachen verkaufen hier, die wir nicht mehr brauchen. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Okay. Sekunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, das macht ja nichts. Mich würde nur mal interessieren, worum es hier ging. Naja, reden wir erstmal mit der Dame. Camilla Valerius. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ach so, hier. Das ist die Camilla. Sven wollte euch glauben machen, dass dieser Brief von Fandal sei. Oder ich habe ein... Boah, verdammt, was machen wir denn jetzt? Puh, eigentlich ist das ja sehr hinterhältig, wie er es versucht, ne? Aber andererseits hat er uns auch nichts getan. Nee, wir sagen ihr das... Sven hier Hinterhältiges vorhat. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Fandal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt.